der zurückgefallen ist, wieder also auch keine Chance mehr hat, die Hand zu greifen. Dann haben wir die Gruppe mit Maurice Bollerstedt noch vertreten. 30. Runde, der Abstand von den drei Spitzenreitern zu den Verfolgern. Und alle, die hier kommen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, sind geschlagen bei diesem, ja, doch sehr, sehr schweren Rennen, auch heute wieder, obwohl die Witterungsbedingungen sehr gut waren. Ja, und ich bitte Sie noch einmal, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn Sie hier dichten Abständen zusammenstellen. Vielen Dank. Wir sind natürlich alle froh, dass wir diese Veranstaltung hier durchführen können mit diesem Hygienekonzept. Und hier 1,20 der Rückstand. Die Geschlagenen kann man jetzt an dieser Stelle schon sagen, die werden nicht mehr einhalten. Dafür ist die Distanz von 3,5 Kilometern zu gering. Schaffen wir es, die drei ganz vorn, Michael Rissmann, Jakob Gessner und Kim Alexander Heiduk, das sind die drei Rennfahrer vorne an der Spitze. Jumbo Visma Development Team, Radnet Rose und Lotto Kernhaus, das sind die drei Mannschaften, die vorn vertreten sind. Oder kommt der ein oder andere dort einmal ran? 30 Sekunden war der Abstand, gesehen von der Spitze zu den Verfolgern. Jetzt hier nochmal Rennfahrer, die hier auch zurückgefallen sind. Und wenn wir uns erinnern, 11 Mann Spitze, 15 Runden vor dem Ende. Und da waren die drei Spitzenreiter, die jetzt vorne sind, auch schon mit vertreten. Wir waren also sehr, sehr lange draußen. Insgesamt fast 50 Kilometer. So, Radio Tür meldet jetzt Kim Alexander Heiduk und Michi Hessmann an der Spitze. Also, fassen wir noch einmal zusammen. Aus 11 Rennfahrern in dieser Spitzengruppe 50 Kilometer vom Ziel sind immer weniger geworden. 8, 6, 5. Dann hier in dieser letzten Runde nur noch 3 Rennfahrer und jetzt meldet Radio Tür 2 Rennfahrer mit Kim Alexander Heiduk von Lotto Kernhaus und Michael Hessmann an der Spitze. Kim Alexander Heiduk natürlich sehr, sehr schnell. Was ist mit Jakob Gessner, der leicht zurückgefallen sein soll, so meldet das Radio Tour. Auch natürlich sehr schnell, hat hier schon gewonnen, muss man dazu sagen. Weiß also, wie sich anfühlt, hier ganz oben zu stehen. Drei Ländermeisterschaft rund um den Sachsenring 2021. Wir sind auf der letzten Runde. Wir sind im großen Finale. Wer macht dieses Ding heute? Wer schießt dieses Rennen ab, dieses schwere Rennen über 48 Runden auf diesem Traditionskurs über 3,5 Kilometer? Wenn ich 120 auftauche, ist der Start hier 122. So, wer ist der beste Deutsche, wer ist der beste Luxemburger und wer ist der beste Schweizer? Und da sind die zwei Rennfahrer, so wie wir es gesagt haben, und sie dürfen gerne in die Hände klatschen. Wer wird der neue deutsche Meister der Klasse U23? Kim Alexander Heiduk ist vorn und dann nimmt er noch einmal. Und dann ich die Weltmedaille von Michael Rissmann, der Silber gewinnt. Und Jumbo Visma Team. Ja, und Florian Montreal, der sportliche Leiter, der ist hier aus dem Häuschen, gewinnt also mit seiner Truppe. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die Goldmedaille dieser drei Ländermeisterschaft. Silber geht an Michael Hessmann, alles natürlich noch inoffiziell. Und Bronze geht an den Mann, der hier schon erfolgreich war, Jakob Gessner Radnet Rose. Herzlichen Glückwunsch.
Rang 4, Alexander Karlton und hier der Sprint, der Verfolger. Und da ist der Mann mit der 277 von. Das ist der beste Schweizer und damit Schweizer Meister inoffiziell, weitere Titel vom Circa Cycling Club Team, alles inoffiziell, was ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle sage. 4 Siegerehrungen haben wir im Programm, darauf können Sie sich schon gerne mal vorbereiten. Fragen Sie auch gerne Ihren Mund-Nasenschutz, das ist uns natürlich ganz, ganz wichtig, wenn Sie da eng zusammenstehen. Und hier kommt Team Leopard, einer der hier ins Ziel kommt mit der 415 auf dem Rücken. Der beste Luxemburger Cedric Gries, der hier reinkommt. Und jetzt die Verfolger, die natürlich auch noch schwinden. Vorhin waren natürlich in dieser Verfolgergruppe weitere Luxemburger gewesen und wir warten auf das offizielle Ergebnis. Also ein tolles Rennen gewesen mit dieser 3-Ländermeisterschaft der Klasse U23. Und hier kommen die Geschlagenen ins Ziel. Und ich darf mich gleich bei Ihnen mit den offiziellen Ergebnissen wieder melden. Ja, genau. Gut. Spannend, ne? Finale.